Fernsehen gucken und Bier trinken. Da nee, sind wir wieder. Also, ja. Seid ihr auch noch da? Um wieder richtig schön reinzukommen, springen der Jürgen und ich erstmal einen schönen akustischen Blues. Ich weiß gar nicht genau, was wir machen. Traveler's Blues. Also, die Gefahr besteht bei mir nicht so, aber es gibt auch andere Gründe, warum man keinen Bock hat. Help me, no traveler. Since I was from Kingston home. I've been a traveler since I was sweet 16. I traveled around the world, couldn't find a girl in my dream. Women in Chicago, girls from Tennessee, ladies and you all. I traveled around the world, couldn't find a girl in my dream. Über die großartigen Musiker zu verlieren, die sich mit mir in dieses Wagnis gewagt haben. Jürgen Schwab als Gitarrist und Sänger habt ihr eben schon erlebt. Und es gibt jetzt einen kleinen Ausflug in das, was der Jürgen sonst so in seinem Leben als Musiker macht. Aber vorher möchte ich noch ein paar andere Sachen über ihn sagen. Es gibt nämlich viel über ihn zu erzählen. Er ist als Gitarrist unterwegs mit Fritz Rau, den wir natürlich auch viele kennen. Der große Konzertimpressario, der mit Lippmann und Rau in den 70er und 80er Jahren eigentlich alle großen, wichtigen Rock- und Pop-Acts veranstaltet hat und natürlich auch viel für den Jazz und den Blues in Europa getan hat. Der Fritz Rau liest aus seinem Buch 50 Jahre Backstage und Jürgen Schwab macht die musikalische Begleitung dazu. Wow. Kann ich also nur empfehlen, einen der regelmäßigen Lesungsauftritte der beiden hier in der Nähe wahrzunehmen. Könnt ihr auf Jürgens Homepage nachlesen, wann und wo? 23. November in Offenbach im KJK. Zum Beispiel. Also Fritz Rau ist ein großartiger Erzähler von Anekdoten und Schmonzetten aus der Rock- und Popwelt. Ist wirklich sehr unterhaltsam. Der Jürgen ist aber auch ein Autor. Er hat für mich das Buch über den Frankfurter Jazz geschrieben, Frankfurt Sound. Ihr merkt, das hier ist eigentlich kein Konzert. Das hier ist eine Verkaufsveranstaltung. Ich habe auch noch einen Karton Rheumadecken dabei. Es wird gerade kalt.
Die signiere ich natürlich auch noch. Also Frankfurt Sound, wirklich ein wunderbares Buch mit vielen Bildern und historischen Dokumenten und ganz toll geschrieben von Jürgen Schwab. Und natürlich seine neue CD, und jetzt kommt der Bogen, den wir schlagen. Heute noch, Jürgens Soloalbum, das gerade erschienen ist. Wenn Sie mal bitte hier schauen wollen. Geil. Und aus dem... Ja, wir sind richtige Drückerkolonnen hier. Aus Jürgens aktuellem Album spielt er jetzt eine Nummer, am besten sagt er ein paar Gesetze selbst dazu. Vielen Dank, Henning. Super, kannst immer mitkommen, wenn ich mit dem Krieg aufstehe. Ich nehme 15%. Okay, dann doch nicht. 15% wovon? Von nix? Gibt nicht viel zu sagen zu dem Lied. Es ist ein Lied, das in die Jahreszeit passt, ein Herbstlied, und es heißt Autumn Color. Ja, Yellow trees, clouds of gray. The sun away. Good morning, autumn-colored day. Good morning, autumn-colored day. Just yesterday, the world seemed full of light. The air felt warm, the future bright. So full of colors, of red and green and blue. So full of light, so full of you. Now summer is gone, summer is gone. Didn't say goodbye, no goodbye. So are you. Trees, clouds of gray, the wind has changed, the sun away. Good morning, in Mülheim im Schanz zu hören. Das wird ein Liedermacherabend, ein Mann, eine Gitarre
Und es sind auch viele deutsche Titel dabei und es wird bestimmt schön. Ich freue mich über jeden, der kommt. Jürgen Schaar! Wenn der Pianist jetzt nicht im Backstage-Bereich sich mit den Special Guests vergnügt, wäre das jetzt der große Moment für ihn, an den Flügel zurückzukehren und auch eine Nummer für uns solo zu spielen. Jan Hulay habe ich kennengelernt als Pianist der Barrelhouse Jazz Band, sozusagen die dienstälteste Traditional New Orleans Jazz Band im Frankfurter Raum oder noch weit darüber hinaus, über 50 Jahre existieren sie schon. Jan Hulay hat die letzten 10 Jahre dort gespielt, ist aber inzwischen ausgestiegen, um mehr Zeit für andere Projekte zu haben. Und die hat er auch reichlich. Wie deine Projekte, ja. Und die hat er auch reichlich. Was er so alles treibt, bevor ich jetzt das aktuellste, wichtigste vergesse, sagst du vielleicht am besten selbst und spielst dann auch eine Nummer, von der keiner außer dir weiß, was es sein wird. Jan Hulay am Piano. Danke. Dachte ich gleich, oh schön, kann ich mal wieder so richtig wilden Free Jazz spielen. Und dann sagt aber gleich, nee, es sollte schon so ein bisschen was sein, was ins Programm passt. Vielleicht so ein bisschen New Orleans Piano Style. Und dann bin ich mal in den Keller gegangen, habe mal in der Notenkiste gekramt und habe auch was gefunden. So New Orleans, das sind für mich immer so drei ganz große Bereiche. Einmal natürlich die gute Musik, die man überall hört. Dann natürlich das gute Essen, was so ganz unamerikanisch ist. Auch wenn der Seafood jetzt so ein bisschen nach Öl schmeckt mittlerweile. Und das dritte ist der, nun sagen wir, leichtfüßige Umgang mit der Liebe, das auch schon eine lange Tradition dort hat. Und dieses Stück, da geht es so um dieses Klischee, der Pianist auf der Bühne singt die hübsche Frau im Publikum an und singt, komm doch mal rüber. Wir können uns ja mal unterhalten, vielleicht verstehen wir uns ja sehr gut. Und ich lasse mich auch gerne einladen. Ich könnte dir zu Hause meine Briefmarkensammlung zeigen oder so. Darum geht das Stück. Es heißt Come by Me. In Hessen würden wir sagen, komm bei mir bei. Komm bei mich bei. Und einem Komponisten der jüngeren Generation, Harry Connick Jr. Come by me. Come love with me, baby. Maybe we could run away. Thank you.
Thank you.
schöner alter Big Band-Song, Jersey Bombs. Thank you.